Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute mal ganz schnell, wollte einfach, dass das Ganze etwas schneller geht, dass ihr direkt den Shop seht, damit es einfach schnell geht. Heute haben wir den Kürbiskämpfer wieder drin, das heißt den ersten Halloween-Skin wieder. Der war seit Halloween eben halt auch nicht mehr drin. Also wird er wahrscheinlich jetzt auch vielleicht nochmal während Halloween reinkommen, aber eben halt danach nicht mehr. Ist ganz nice, das Skin auf jeden Fall. Dann haben wir den Sanctum-Skin. Ist auch ein nicer Skin, auch wieder Halloween-Thema. Ist die weibliche Version von einem Battle Pass-Skin aus Season 6. Und zwar von dem Skin hier, Düsternis. Ist auch ganz nett. Dazu gibt es die Mondaufgang-Spitzhacke, die anscheinend reaktiv ist. So wie es im Vorschaubild aussieht. Hat auf jeden Fall einen nicen Sound. Habe ich hier 11 verschiedene Sachen hier in dem Slot. Und zwar mit verschiedenen Banner. Soldaten im Prinzip. Man kann hier immer dein eigenes Banner, was man gerade ausgewählt hat, auch mit der Farbe hier raufpacken. Das heißt, wenn man einen schwarzen Untergrund, schwarzen Hintergrund hat auf dem Banner und dann irgendwie, was weiß ich, ein Level 100, ja, so ein Level 100 Banner, dann kann man das eben halt da so customisieren. Das gibt es immer in verschiedenen Versionen. Hier als markierte Marodeurin, als Bannertrooperin, als Feldwebelfarbe. Als Signaturschütze, also männlich, auch noch vier weibliche, vier männliche, Leutnant Logo, noch Symbolsoldat und als letztes noch Musteraufmischer. Dazu gibt es dann den Bannerumhang, der auch ganz nice aussieht, wo man eben halt auch wieder das Banner sehen kann. Und die Wappenhacke, wo man wiederum auch eben halt das Banner sehen kann, logischerweise. Hat auch einen ganz nice Sound und ich finde auch der Bannerumhang für 400 V-Bucks ist auf jeden Fall in Ordnung. Und als letztes gibt es noch den Bannerleiter dazu. Wieder selbiges Prinzip. Dann haben wir den Knight Rider, der anscheinend aktualisiert ist, weil ich den lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, der hat jetzt aber ein Backpack eben halt bekommen. Zwar ein seltenes Backpack zum epischen Skin. Ich glaube, das gab es bisher noch nie. Normalerweise war es ja auch, wenn das Backpack nicht ganz so speziell war, was trotzdem so legendärer Skin, legendäres Backpack. Episches Skin, episches Backpack und so weiter. Und jetzt anscheinend mal, dass man einen epischen Skin hat und ein seltenes Backpack. Das Skin an sich sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und dann haben wir den Adler. Ganz nice Emote. Dann, verklickt. Dann gibt es noch den Fingerwedler. Auch ganz nice. Den Guaco. Gab es letztes Season ja mit Greasy Groove. Weil es dort ja dann auch die Taco-Zeit und alles gab. Ist ein nicer Skin. Eben halt genauso wie Tomato. Head und der hier Burgerkopf. Passt ja beides dazu. Ist sozusagen die dritte Essenskette, die es in Fortnite gibt. Dann gibt es noch Jonglieren, war auch schon lange nicht mehr drin. Ich glaube, der jongliert hier mit einem Fischkopf, einem Tomato Head Kopf und einem Burgerkopf herum. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Und als letztes gibt es noch das Bannerschild, auch wieder mit einem Banner hinten drauf. Passend eben halt auch zu den restlichen Sachen. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal eure Meinung zum Shop in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.